Ende 2019 hat auch der Krieg angefangen in Burkina Faso mit den Terroristen. Es hat unzählige Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge gegeben, die von Mali, von der Grenze von Mali herkommen. Und die sind zu Jean gekommen. Da in der Ferne sieht man noch das Land von Jean. Und er hat ihnen angeboten, auf dem eigenen Land vorübergehend zu bleiben. Zwischenzeitlich hat der Staat ihnen ganz in der Nähe ein Stück Land gegeben und sie haben hier ein neues Dorf aufgebaut. Ich lade euch ein, auf einen kurzen Rundgang zu sehen, wie sie in einem der ärmsten Länder der Welt wohnen, zwischen Ziegen und Hühnern und selbstgebauten Häusern. Teilweise die geraden Häuser sind die, die der Staat bezahlt hat, und die runden kleinen Häuser sind die, die sie am Anfang gemacht haben. Hier eine Feuerstelle, so wie es in diesen Dörfern aussieht. Hallo, bonjour. Da wird gekocht. Die meisten in Burkina Faso kochen noch auf dem Feuer. Das Hauptverkehrsmittel ist das Fahrrad oder zu Fuß. Und da gibt es diese wunderschönen Strohhütten. Genau. Hinter jeder Ecke gibt es eine neue Überraschung, ein neues lachendes Kind. Tiere, hier haben wir Begleitung von den Kindern des Dorfes. Genau. Bonjour les enfants. Und die wundervoll farbigen Kleider. Hier ein Lager für Gersten oder so irgendetwas. Ja, es ist ein wunderbares Zusammenleben zwischen Menschen. Bonjour, Madame. Mit den Tieren hier. Ja. Hier oben hat es auch eine Katze. Bonjour. Merci beaucoup. Au revoir. Meistens sitzen sie am Boden. Bonjour. Merci beaucoup.